Einen wunderschönen guten Morgen, ich grüße euch. Heute beginnt mein Event. Für die, die es nicht wissen, ich werde heute gezielt aus der Ketose rausgehen, aus verschiedenen Gründen, das erzähle ich euch gleich, um dann am Ende des Monats, beziehungsweise am 1. wieder in die Ketose reinzugehen. Ich möchte euch gerne zeigen, wie man rausgeht und ich möchte euch gerne zeigen, wie man reingeht. Am 1.9. beginnt ein Event von mir und es geht mir darum, dass viele Menschen da sein werden, die auch mit der ketogenen Ernährung oder der carnivoren Ernährung starten. Darum möchte ich euch zeigen, wie ich wieder in eine solche Ernährung reingehen würde, um die Menschen, die gerne möchten, daran teilhaben zu lassen. Ihr könnt euch hier für dieses Event anmelden, wenn ihr gerne möchtet und dabei sein möchtet. Aber ich werde natürlich auch auf den sozialen Netzwerken das Ganze teilen. Gut, also ich bin jetzt schon relativ lange in der Ketose und muss natürlich, wenn ich rausgehe, vorsichtig sein. Es gibt einige Sachen, über die man nachdenken muss, die für euch auch wichtig sind, weil diese Frage kommt ganz häufig, wie gehe ich aus der Ketose raus? Das Wichtigste ist, nicht rausspringen. Also wenn ihr tief in der Ketose seid, so wie ich es bin, kann eine einzige Mahlzeit so viel körperlichen Druck aufbauen, dass ihr im schlimmsten Fall, dass euch Blutgefäße platzen und wenn das im Gehirn ist, wünsche ich keinem, kann aber passieren. Dazu, die Studien hatte ich schon mal verlinkt, ein Video dazu habe ich auch schon mal gemacht, ist ganz gefährlich und ich bekomme auch täglich Berichte von Leuten, die aus der Ketose rausgegangen sind und gesagt haben, dass sie einen wahnsinnig hohen Puls hatten. Wie gesagt, das mit den Blutgefäßen im Gehirn ist halt das Extremste, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt da und ich würde es halt einfach nicht riskieren. Das heißt, wichtig ist darum auch keine Cheat Meals oder kein Ähnliches. So, wie geht man denn raus? Man muss, wie gesagt, auf verschiedene Dinge achten. Das heißt, bei mir ist es so, ich kann bis zu 40 Gramm Kohlenhydrate kann ich tolerieren. Gehe ich auf 50 Gramm, fliege ich raus. So, das heißt, mein erstes Ziel sind heute 50 Gramm Carbs. Wichtig ist halt nur, die nicht als Spike. Das heißt, ich nehme nicht 50 Gramm Carbs auf einmal, sondern ich teile mir das auf zwei Mahlzeiten auf. Dann ist es etwas, ich möchte nicht zu schnell da rausfliegen. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, ich esse Donuts. Würde genauso gut funktionieren, aber der Blutdruck wäre zu hoch. Das heißt, ich mache das mit Lebensmitteln, die einen glykämisch niedrigen Index haben. Der glykämische Index sagt aus, wie schnell der Blutzucker durch ein gewisses Lebensmittel ansteigt. Ich werde das über Süßkartoffeln machen. Das heißt, ich werde heute zweimal Süßkartoffeln essen, jeweils zu 25 Gramm Carbs. So, dann der zweite Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist nicht morgens. Also, ich würde euch immer empfehlen, egal ob ihr eine westliche Ernährung macht, egal wie ihr euch ernährt, den Tag nicht mit einem Insulinspike zu beginnen. Warum? Weil ihr dann den ganzen Tag mehr Hunger haben werdet. Und das muss nicht sein. Das heißt, wenn ihr rausgeht, dann frühstückt nicht süß. Frühstückt am besten wirklich etwas, was euch lange satt hält. Satt hält euch Fett und Eiweiß. Und das werde ich auch heute machen. Ich frühstücke normalerweise nicht. Heute werde ich es machen, einfach weil ich halt weiß, dass ich rausgehe. Das heißt, ich werde gleich Rührei und Bacon essen. Lange ist her, ich habe lange nicht mehr gefrühstückt, aber muss halt sein. Mittags werde ich dann das erste Mal meine Kohlenhydrate essen und dann kommt direkt Punkt 3 dazu. Ich habe relativ viel Fett und natürlich habe ich sehr viel, für eine westliche Ernährung habe ich sehr viel Fett gegessen. So, das Problem ist jetzt, was macht denn Insulin? Insulin ist ein Zellöffner. Insulin geht im Prinzip hin und sobald ihr Insulin im Körper habt, sagt es eurem Körper, es kommt jetzt was, speicher ein. Das heißt, in dem Augenblick könnt ihr kein Fett verbrennen und in dem Augenblick speichert ihr deutlich mehr ein, als ihr es wollt. So, was bedeutet, also wenn ich jetzt auf 50 Gramm Carbs am Tag gehe, muss ich halt ganz, ganz vorsichtig mit meinem Fett sein, weil ich natürlich mehr meine Zellen aufmache und die Möglichkeit, dass ich Fett zu mir nehme, natürlich deutlich größer ist. Bis jetzt, im Augenblick, habe ich eher ketovore gelebt, also ich habe im Schnitt, ich habe jetzt mal getrackt, um zu gucken, wo ich bin die letzten Tage, ich bin immer around about 10 Gramm Carbs am Tag. Gut, wenn ich jetzt auf 50 Gramm gehe, um aus der Ketose zu fliegen, muss ich halt dementsprechend das Fett runterschrauben. Heute Morgen esse ich relativ viel Fett durch das Rührei und den Bacon, einfach um eine Grundlage zu haben und das Insulin morgens nicht hochzujagen, weil das Einzige, was das Insulin wirklich gar nicht anfasst, ist Fett. Darum, wenn ihr Fett haben wollt, morgens, super. Wir haben natürlich von den Kelloggs-Brüdern gelernt, morgens süß zu essen. Leider, am besten, wenn ihr es könnt, lasst es sein, egal wie ihr euch ernährt. Gut, das heißt, dann mittags werde ich Hühnchen essen, weil ich da kontrollieren kann, wie viel Fett drin ist. Bei jedem anderen Fleisch weiß ich natürlich nicht genau, wie viel drin ist. Bei Hühnchen bin ich mir ganz sicher,
Dazu werde ich Brokkoli essen und Süßkartoffeln. So, das wird mein Mittagessen sein und dasselbe werde ich wahrscheinlich nochmal abends essen. Morgen werde ich das Ganze dann verdoppeln, also morgen werde ich auf 100 Gramm gehen. Frühstück bleibt gleich, aber ich werde dann mittags und abends etwas mehr essen. Ich bin gespannt, was passiert. Ich bin gespannt, wie mein Körper darauf reagiert. Und ich war ja fett, wie ihr wisst. Und ich war dadurch fett, weil ich kohlenhydratabhängig bin. Und ich bin sehr gespannt, weil egal wie lange man raus ist, es macht einen halt wieder abhängig. Und dessen bin ich mir bewusst. Und ich bin gespannt, was passiert. Warum gehe ich raus? Also, wie gesagt, zum einen habe ich das Event, wenn ihr euch anmelden wollt, gerne hier, wo ich mit den Menschen, die jetzt schon da sind und die noch kommen werden, zusammen in die Ketose gehen werde, beziehungsweise zeigen möchte, wie man reingeht, genauso wie ich euch jetzt zeige, wie man rausgeht. Ich werde natürlich auch auf den anderen Social-Media-Kanälen zeigen, wie man reingeht, aber ne, da nochmal spezieller und auch etwas genauer drauf eingehen. Zum anderen möchte ich mal ein paar Tests machen. Es ist so, dass es sehr viel Aberglauben im Internet gibt, was Keto angeht. Also ich arbeite mit Keto seit 16 Jahren mittlerweile und es gibt viele, seit es eine Industrie geworden ist, also vor ein paar Jahren hat das angefangen, so 2020, roundabout, irgendwie so in der Kante, hat das angefangen, dass die Industrie massiv angefangen hat, Low Carb und Keto für sich zu entdecken. Und da kamen natürlich dann viele Produkte, da kamen halt dann massiv diese exogenen Ketone, da kam jetzt das Neueste sind diese Keto-Kaffee, also dieser ganze Quatsch, womit Leute Geld verdienen. Und etwas weiteres, was halt total missverstanden wird, aber womit wirklich, wirklich krank viel Geld verdient wird, sind Keto-Tests. Und diese Keto-Tests machen Leute und sagen, hey, ich habe gemessen, ich bin in der Ketose. Ich will euch beweisen, dass ihr nicht in der Ketose seid. Also nicht in der körperlichen Ketose. Es gibt zwei verschiedene Ketosearten. Es gibt die sogenannte nahrungsmittelabhängige Ketose und es gibt die körperliche Ketose. Was wir wollen, ist die körperliche Ketose. Die nahrungsmittelabhängige Ketose ist für uns total egal. Was ich euch zeigen will, ich werde rausgehen aus der Ketose. Ich werde ein großes Meal zu mir nehmen, also etwas, wo es wirklich klar ist, dass keiner sagen kann, hey, du warst vielleicht doch in der Ketose, ein Riesenteller, Nudeln oder irgendwas, Pizza, egal, irgendwas, wo kein Mensch was dagegen sagen kann. Dann werde ich euch zeigen, dass ich raus bin aus der Ketose. Dann zeige ich euch, wie ich innerhalb von 10 Minuten wieder laut Test absolut tief in der Ketose bin, obwohl ich es natürlich nicht sein kann. Ja, aber ich werde euch da so ein paar Sachen zeigen und ich habe noch ein paar Versuche vor. Ich bin sehr gespannt. Gut, das ist das, was passiert. Wie gesagt, ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich wünsche euch selber viel Erfolg und wir sehen uns die Tage. Macht's gut.